Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim. Und wir sind da gerade beim Jarl gewesen und haben ihm Bericht erstattet, wie das jetzt gelaufen ist mit dem Drachen und so. Und der hat uns auch schön belohnt. Und wir dürfen uns hier jetzt, glaube ich, in Weißlauf ein Haus kaufen. Und jetzt möchte ich aber doch gern wissen, wo. Und bei wem ich mich da anmelden muss, wer da jetzt der Hausherr ist sozusagen. Und wir sollten uns in der Drachenfeste auch nochmal umsehen, weil wir hatten da ja zu wenig Zeit das letzte Mal. Das ging ja Früher war rasch. ich auch ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Ja, die haben alle Knieverletzungen. Ist euch das aufgefallen? Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters verwendet. Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Okay, Proventus Avenici. Noch einmal. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist die alte Geschichte, wie die Nord-Tiber Septim Drachenblut nannten, bevor sie die Seiten wechselten und sich dem Kaiserreich anschlossen. Die Graubärte in Hochrodgar können euch einiges darüber erzählen. Vermutlich würden sie euch damit die Ohren strubbelig reden. Ja, gut, da sind wir ja schon gewohnt. Graubärte hatten wir. Ah, ich möchte ein Haus in der Stadt kaufen. Mal schauen. Richtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Was du nicht sagst. Wenn ich es mir recht überlege, sollte ich mit der Entscheidung lieber noch ein bisschen warten. Das kann ich mir gerade noch leisten. Kann ich das? Sehr wohl. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr die nötigen Mittel habt. Okay, also haben wir es nicht. Puh, erzähl mir etwas über die Stadtviertel, genau. Also, es gibt insgesamt drei. Und sie sind in drei Ebenen aufgeteilt, wie ihr sicher schon bemerkt habt. Der Tieflandbezirk verdankt seinen Namen der Nähe zum Flachland, das die Stadt umgibt. Dort findet man das Gasthaus und den Marktplatz. Der größte Teil der Stadtbewohner lebt im Windbezirk, dem mittleren Teil der Stadt. Drachenfeste liegt im obersten Bezirk, den wir auch den Wolkenbezirk nennen. Von dort aus überblickt der Jarl alles, was in seiner Stadt geschieht. Okay. Was ist die Geschichte der Stadt? Unsere wundervolle Stadt hat eine stolze Geschichte. Ich will euch gerne erzählen, was ich darüber weiß. Die Geschichte von Weißlauf beginnt mit Jorvaskr, der Halle der Gefährten. Sie war lange Zeit das einzige Gebäude, das den Berg zierte. Mit der Zeit wuchs um Jorvaskr eine blühende Gemeinde heran. Wie das bei Methallen so oft der Fall war. Heute gilt Weißlauf als das Juwel von Himmelsrand. Ich kann ohne Übertreibung sagen, dass sie die größte Stadt von allen ist. Gut so. Und warum heißt die Burg Das ist Drachenfeste? eine alte Geschichte, die allen gut bekannt ist, die in der Festung dienen. Vor langer Zeit gab es unter den Nord einen mächtigen Helden namens Olaf Einauge. Olaf kämpfte gegen den furchterregenden Drachen Numinex. Der Kampf zwischen Olaf und dem Drachen gipfelte in einem gewaltigen Zweikampf, den Olaf hoch auf der Spitze des Berges Antor für sich entschied. Olaf kehrte triumphierend nach Weißlauf zurück. Auf sein Geheiß wurde die Festung der Stadt als Gefängnis für Numinex neu aufgebaut. Und so kam es, dass unsere großartige Festung seit diesem Tag den Namen Drachenfeste trägt. Ja, interessant, alter Freund. Und, puh, das wissen wir mittlerweile schon. Okay. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Danke vielmals, ja. Wir haben da die Novizenkapuze ausgerüstet. Die tun wir gleich einmal weg. Was ist denn da jetzt? Ein Kriegsplan oder was? Kaiserlicher, was Ich war diene Jarl Balgruuf als Vogt. Kaiserlicher Motal, was war das? Aha, können wir das gar nicht da? Was? Aha. Okay, das machen wir dann anders. Karte aktualisiert, Leute. Heißt das dann, dass wir das in der Karte auch sehen?
Na komm her. XL-Karte. So, wir sollten das einmal überprüfen. Wir entfernen das einmal. Wie überprüfen wir das? Was haben wir hier? Richtung, wir nehmen da irgendein Ding da draußen. Markert. Okay, da schauen wir mal rein. Und Weltkarte. Und wo ist Markert? Mortal. Einsamkeit. Markert, jawohl. Wir können also die Dinger hier einfach anklicken und wir haben dann das auf der Karte drauf. Aktualisiert. Drachenbrücke. Das heißt, wir können dann auch mit Schnellreise reisen. Schneefalke hatten wir schon. Komm her. Ah, ich mache hier einen kurzen Schnitt, Leute. Ich werde versuchen, hier alle Punkte mal zu markieren und dann sehen wir uns gleich wieder, okay? So, Leute, ich denke, ich habe das jetzt richtig gemacht, denke ich mal. Ja, denken ist gut und schön. Und es dürften da jetzt ja ziemlich viele Dörfer drauf sein. Ja, Markert, Kartwarsten, Drachenbrücke, Festung und neben Markert, was war da? Ich noch einmal nachschauen. Da war Markert und Kartwesen, ja. Ja, genau. Also das müsste stimmen. Das ist natürlich eine tolle Sache. Jetzt könnten wir wahrscheinlich auch mit Schnellreise reisen. Ne? Das wird uns einiges an Zeit ersparen. Wir schauen uns hier noch um. Wir haben hier in Maislauf noch einiges zu tun. Und wir können das Zeug, glaube ich, lesen. Und auch nehmen. Ohne weiteres, gell? Sobald wir das dann auch das Haus dann auch gekauft haben. Ich denke, wir sind dann bald einmal überlastet. Schauen wir mal, wie es da um uns bestellt ist, auch mit dem Geld. Wir haben nur 2281 Gold und wir sind natürlich schon wieder überlastet. Ah, ja, wir werden gleich einmal ein Buch wieder wegschmeißen. Das hauen wir gleich mal weg, ja, X fallen lassen und passt so. Und jetzt schauen wir als nächstes nämlich gleich zu unserem Magier. Wir wollten da ja auch, da glaube ich, das war dann stehlen. Ne? Wir wollten beim Magier nochmal schauen, wie das da ist, ob der Geld hat, um uns was abzukaufen. Und ob wir nicht da etwas lernen können über die Verzauberungen, über das Entzaubern und Verzaubern. Jetzt frage ich den nochmal kurz und der ist natürlich nicht mehr da. Verflixt, wo ist denn der hin jetzt? Macht der Siesta da hinten in seinem Kämmerlein? Ja, sicher. Steh auf. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Schauen wir mal, was habt ihr hier zu verkaufen? Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Okay, alter Freund, und du hast ja 505 Gold und wir werden da einiges verkaufen. Wir verkaufen dir lauter Schrott. Wir haben da Amulette, genau. Die könnten wir entzaubern oder auch gleich einmal verwenden. Und das Silberring, den brauchen wir. Die brauchen wir auch, weil die nehmen wir dann. Die haben ja auch nicht viel Gewicht zum Verzaubern her. Bekleidung. Achso, der nimmt nichts anderes. Aha. Ja, wir müssen da dann woanders hingehen. Und wir sehen uns dann wieder, alter Freund. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Ja, machen wir gleich. Zuerst Weißlauf und dann, wir müssen hier noch einiges untersuchen. Den Stein können wir da nicht mitnehmen, oder? Nein, leider.
Aber Seelensteine werden wir kaufen müssen und dann müssen wir uns auch noch Zauber kaufen und jetzt gehen wir einmal handeln. Wir sehen uns beim Händler wieder, okay? Und die junge Der Jarl Dame hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ich bin ein Tane, was soll das heißen, genau? Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tane ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Okay, was macht denn Huskarl? Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Ja, schön. Ich brauche dich aber jetzt nicht, weil wir werden nämlich mit unserem, ja... Lebt wohl. Ja, wir werden dich dann einmal holen. Mit dem Feendal weiterreisen, weil der ist ja auch Bogenschützenlehrer. Und solange der uns unterrichten kann und wir ihm das Geld wieder wegnehmen können, behalten wir den. Ja, und wir gehen jetzt schnell einmal die Sachen verkaufen, die wir nicht brauchen. Wir sehen uns dann beim Händler. Und zwar... Jetzt noch nicht, weil es ist nämlich, ihr seht da, schon 12:30 in der Früh und ja, die schlafen glaube ich alle noch, also, oder schon, oder wie, auch immer, aber wir können das nützen, indem wir gleich einmal was schmelzen, ja. Schmelzhütten, in einer Schmelzhütte kannst du das Erz und Rohmaterial zu Bahn verarbeiten, welche zum Schmieden und Verbessern von Waffen und Rüstungen benötigt werden, ne? Und das werden wir gleich machen. Schauen kurz mal zu. Wir haben da, glaube ich, 3x Eisenerz. Und ja, unser Mehl tut sich da ein wenig schwer mit dem Kohleschaufel. Eisenbahn. Und möchtest du diesen Gegenstand herstellen? Ja, möchten wir. Eisenbahn hinzugefügt. Und noch haben wir was, ja? Noch einmal. Und somit haben wir das Eisenerz auch aufgebraucht. Aber ihr seht ja da, was es da alles zu schmelzen gibt. Also wir müssen die Spitzhacke unbedingt beibehalten. Okay, jetzt schauen wir kurz einmal wieder nach in den Objekten. Und ich denke, das ist unser sonstiges Eisenbarren. Haben wir jetzt da 1:1 bekommen, nehme ich an. Ja. Und haben wir Stallbahn, haben wir auch, jawohl. Was mir noch gesagt wurde, bevor wir Waffen und Rüstungen verkaufen, sollten wir die ja mit Hilfe dieser Bahn einfach einmal schärfen, bevor wir das verkaufen. Weil wir bekommen da ein wenig mehr Geld dafür. Wir probieren das gleich einmal. Eisenbahn haben wir und der derzeitige Wert ist 35 und wir wählen das aus und stellen das her. Wir haben da einen Wertzuwachs von 5, okay. Das mag nicht viel sein. Hier haben wir eben den Jagdbogen. Schauen wir auch. Wir haben noch Lederstreifen, genau, das ging es sich auch aus. Zurzeit Wert 50 und fein und herstellen. Auf 58, das sind nicht einmal knapp, ja, das ist nicht viel. Das lassen wir lieber, weil wir können die Lederstreifen für Lederrüstungen brauchen. Die können wir dann auch noch machen und verscherbeln. Und der behende Eisenschild, ja, wir brauchen da einen Barren dafür, der kostet jetzt 100. Schauen wir mal auswählen auf 116, das wäre zu wenig. Und noch was verbessern, was ginge da noch? Die Fellstiefel wert aus. Ah, brauchen wir nicht fein, da ändert sich gar nichts. Und noch einmal schauen, was gibt es dann noch? Lederhelm wert 60, wir wählen das aus. Das macht dann 70. Das werden wir herstellen, wir brauchen da Leder einmal, ja. Okay. Und Pelzhelm 25 auswählen, 29 käme auch gut. Stellen wir auch gleich hier. Leder haben wir noch genug. Beltschild ist 25 auswählen, 29, das brauchen wir nicht. Wir Weißlauf Wachhelm 35 und da schauen wir auch noch gleich nach. Wäre 40 ist auch zu wenig.
Weißlauf Wachrüstung 75, Wert auswählen 87, auch zu wenig. 40 und 46 ist auch zu wenig, da ist mir der Eisenbahn zu schade darum. Okay, unser Feendal hustet schon wieder und ja, ich mache hier einen kurzen Schnitt. Ich glaube, ich lege mich nieder ein wenig und warte dann, bis der Laden aufmacht und dann verscherbeln wir das ganze Zeug und dann geht es natürlich weiter mit dem Magier, dann noch einmal mit der Schmiede. Dann, was haben wir noch? Ja, wir müssen dann noch einiges in Weißlauf erledigen. Ja, wir werden das ja sehen. Okay, unser Feendal, unser Müders und ich verabschieden uns jetzt. Ich mache mir Sorgen um die anderen Siedlungen im Fürstentum. Sie sind ungeschützt und kaum bewacht. Ein ideales Ziel für diese verdammten Drachen. Du hast vollkommen recht. Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Es war informativ. Hier gibt es ja wirklich viel zu erzählen. Bis wir das durch haben, ja, das wird ja die Unendliche. Aber wie gesagt, wir begeben uns jetzt zur Nachtruhe und genauso mit diesem Rundumblick verlasse ich euch jetzt. Angenehme Nacht, euer Toso. Ciao.